Value Trades, Forex, CFDs and Commodities. Ich grüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Malte Kaub für Velotrades, heute aus New York, der amerikanischen Zentrale des Kapitalmarkts und allem, was mit Trading zu tun hat. Heute wollen wir uns mal ganz kurz dem Thema Kryptowährungen widmen. Im Rückspiegel schauen wir uns das mal kurz an. Im letzten Jahr noch wollte jeder unbedingt einen Bitcoin haben. Das hat auch dazu geführt, dass die Bitcoin-Preise bis auf 20.000 nach oben geschnellt sind. Und das war natürlich ähnlich der Situation, wie wir es vor all unserer Zeit, wir haben es ja alle nicht mehr erlebt, aber wie das damals mit den Tulpenzwiebeln gewesen sein muss in den Niederlanden, wo alle quasi Mondpreise geboten haben, um unbedingt eine zu bekommen. So sah es ähnlich auch aus beim Bitcoin. Auf einmal wurde das Ganze fast Mainstream und alle haben gedacht, sie müssen jetzt mit dabei sein. Fonds wurden auch aufgesetzt und auch erste Pensionsanbieter haben schon darüber nachgedacht, den Bitcoin in ihr Programm aufzunehmen. Was haben wir danach gesehen? In dem Moment, wo die Märkte etwas gewackelt haben, sind von diesen 20.000 beim Bitcoin auch nicht mehr viel übrig geblieben. Keiner weiß eben so wirklich genau, wie man mit dem Bitcoin umgehen muss, was auch dazu geführt hat, dass viele neue Coins eingeführt wurden, wie der Litecoin, das Ethereum oder der Ripple und eine Vielzahl anderer Coins, die am Markt erhältlich sind. Und jeder hat den einen oder anderen Vorteil und Nachteil. Beim Bitcoin sicherlich schwierig, die hohen Margenanforderungen, die wir haben, die sind auch beim Litecoin oder vor allem beim Ripple deutlich niedriger, deswegen ist da die Liquidität dann auch angestiegen und viele haben sich den Bitcoin abgewandt und von diesen 20.000 war dann schnell nichts mehr zu spüren. Wir sind dann auch deutlich unter der 10.000er Marke gerutscht beim Bitcoin. Was sagt uns das als Traders? Erstmal, wir haben viel Volatilität, das ist natürlich toll. Volatilität wollen wir am Markt nutzen, das brauchen wir, um erfolgreich uns am Markt positionieren zu können. Fantastisch. Bedeutet aber eben auch, wir müssen sehr scharf und spitz kalkulieren mit Blick auf die Margenanforderungen, mit Blick auf kleinere Positionen und weitere Stops. Da funktioniert vielleicht die klassische Standard-Fibonacci, wie wir es aus unserer Analyse kennen, so nicht, sondern da sind die Bewegungen doch deutlich brutaler und die Spreads auch höher an der Stelle. Ja. Tunen Sie auf jeden Fall ein, weil wenn wir zu dem Thema auch ein Webinar veranstalten, im Februar werden wir was zum Thema Cryptocurrencies haben und haben auch schon einen Blogpost verfasst, der müsste jetzt auch mittlerweile schon live auf der Webseite sein, also eine Menge Informationen für die Kunden von Velotrades steht schon zur Verfügung. Und schauen Sie sich an, würde mich freuen, Sie bei einem der zukünftigen Webinare oder Videos wiedersehen zu dürfen. Bis dahin, Ihr Malte Kaub.